Moin Moin, mein Name ist Anaporia und ich bewerte heute das GRB-Finale Levent X Testudion vs. Tibir und Time. Beginnen wir als erstes mit der Hinrunde von Levent X Testudion vs. die Rückrunde von Tibir X Time. Zunächst zu den Videos. Die Videoidee von Levent und Testudion, jetzt andere Leute für sich rappen zu lassen, ist nicht gerade neu. Durch die verschiedenen Farben, die im Color Grading gewählt wurden, bekommt das Ganze aber doch einen gewissen ästhetischen Anklang. Etwas bedauerlich ist, dass die Lippensynchronität von einigen Teilnehmern echt schlecht ist und einige Teilnehmer dabei auch ein bisschen witzig grinsen, was der Atmosphäre etwas abträglich ist. Insgesamt kommt das Video allerdings atmosphärisch herüber. Tibir und Time haben von den Locations und Outfits in der Rückrunde recht coole Wahlen getroffen. Es wirkt alles recht future-mäßig und passt recht gut zum Beat. Ist eben eine andere Herangehensweise als in der Hinrunde. Meine Kritikpunkte wären, dass in Times Part das Gesicht recht dunkel ist. Also da erkennt man wirklich teilweise nicht mehr viel. Und ein weiteres Problem ist, dass sich die Kameraperspektiven nicht groß verändern. Man sieht beispielsweise in Tibirs Part sehr oft nur die Hälfte von Tibir, also vom Kopf bis zum Bauchnabel ungefähr, und das dann aber auch in verschiedenen Shots. Mein Tipp dabei wäre, so in Totalen oder in Nahaufnahmen zu gehen, mal das Gesicht zeigen, mal von etwas weiter weg. Also nicht nur verschiedene Locations, sondern eben auch verschiedene Perspektiven wählen, wie ihr es ja zum Beispiel auch in der Hinrunde gemacht habt. Die Effekte sind ganz gut, also es wirkt insgesamt schon ganz stylisch. Insgesamt ist das Video aber doch ein bisschen unoriginell, da hätte man mehr draus machen können. Insgesamt haben wir also in der Hinrunde ein atmosphärisches Video, was aber nicht besonders innovativ ist und viele Schwächen hat. Und in der Rückrunde ein recht solides Standardvideo für dieses Niveau. Insgesamt nehmen sich die da nicht viel, ich würde Tibir und Time ein bisschen voraussehen. Flow und Technik. Ja, Testudion und Levent sind auf ihrem eigenen Beat ein bisschen monoton und herunterratternd, was zum einen zur Atmosphäre passt, zum anderen aber auf Dauer ein bisschen anstrengend wird. Ein paar andere Flows hätten sicherlich nicht geschadet, oder man hätte sowas machen können wie, dass der eine so flowt und der andere so. So flowen beide sehr gleich und es baut zwar eine gute Atmosphäre auf, aber insgesamt ist es eben doch ein bisschen eintönig. Außerdem vernuschelt Testudion ein bisschen, beispielsweise bei Time, du bist unfassbar austauschbar. Ansonsten muss man aber sagen, dass beide sehr schön betonen, gerade Testudion klingt sehr verachtend und hasserfüllt, was der Atmosphäre sehr zuträglich ist. Also was sie auf jeden Fall schaffen, auch in der Hook mit dem Schreien, ist mit ihrem Flow eine Atmosphäre aufzubauen. Das gelingt Tibir und Time in der Rückrunde leider nicht. Das bedeutet, sie schaffen es nicht, dieselbe bedrückende Battle-Atmosphäre aufzubauen, die in der Hinrunde aufgebaut wurde. Dafür ist aber gerade Tibir auf dem Beat um Welten abwechslungsreicher, innovativer und auch sicherer. Er outflowt sowohl Testudion als auch Levent auf technischer Ebene komplett. Er fühlt sich auf dem Beat eben ziemlich zu Hause. Trotzdem schafft es seine Stimme nicht, die erwähnte Atmosphäre aufzubauen und bei Time wird es dann ein bisschen abnehmen von der Flow-Qualität, weil Time monotoner flowt, etwas druckloser und leider auch nicht die Reimketten aufbaut, die er sonst gerne nimmt, um seinen Flow zu verbessern. Außerdem muss ich zur Mische sagen, dass bei Tibir und Time, vor allen Dingen bei Time, die Doubles sehr weit nach außen gepanelt sind, also nach links und rechts, und Time nicht so besonders sauber doubled, deshalb hört man das ziemlich deutlich. Also eigentlich machen die Doubles das Ganze eher unverständlicher als verständlicher und härter, wofür es ja eigentlich gedacht ist. Insgesamt muss man also als Fazit sagen, Tibir outclassed rein im technischen Aspekt beide, Levent und Testudion, während Time auf einem ähnlichen, vielleicht etwas schwächeren Niveau ist. Rein von Atmosphäre und Stimmeinsatz sehe ich allerdings Levent und Testudion vorne. Es ist also eine sehr unterschiedliche Herangehensweise. Ich würde sagen, auf ihre eigenen Arten sind sie da recht ausgeglichen. Punchlines. Ja, Levent und Testudion fronten im ersten Part hauptsächlich das standardisierte Auftreten des Rappers Time, was an sich nicht ganz verkehrt ist, aber über den ganzen Part gestreckt doch ein wenig eintönig wird.
Das einzige Highlight, was ich da hatte, war das Spricht-für-sich-Line, bezogen, die Spricht-für-sich-Line, bezogen auf Merrix. Ansonsten fand ich das aber ein bisschen schwach. Das Einzige, wodurch es eben Punkt ist, ist die Atmosphäre. Also durch die krasse Battle-Atmosphäre fällt einem nicht wirklich auf, dass da inhaltlich nicht so viel passiert. Also Atmosphärenaufbau auch hier sehr gut gelungen. Im zweiten Part nimmt das Ganze dann aber brachial an Fahrt aus und es wird eine ganze Highlight-Compilation. Die CBR-Fronts waren richtig witzig und auch passend. Der Delivery-Front war auch lustig. Plastic-Rap-Line war richtig gut. Und Osterinsel-Gesicht war ein, ja, ganz schöner metaphorischer Abschluss. Insgesamt also im zweiten Part doch einiges an Fahrt aufgenommen. Der erste Part leider für mich inhaltlich einer der schwächeren Parts. Im Konterbereich startet Sibir ganz solide, denn er sagt, was eigentlich ziemlich wahr ist, dass normalerweise gerade Testudion die Gegner ja eher analysiert und dann in einem epischen Real Talk Part vernichtet. In dieser Runde war es etwas pointenfixierter im zweiten Part, was ich jetzt nicht schlimm fand, aber trotzdem stimmt es, dass Testudion-Runden meistens etwas vernichtender wirken, wenn sie weniger Pointen und mehr Real Talk enthalten. Den nächsten Part finde ich dann aber nicht mehr ganz so stark. Es geht um die Anglophob-Fronts von Levent und da kontert Sibir, dass Silicon Silizium heißt. Und das ganz schön blöd ist, weil dadurch ja der Plastikproduktfront von Levent null und nichtig geworden wäre. Aber ich finde, das ist ein bisschen Wortklauberei, da man an Silicon auch einfach ein E mit dranhängen kann und schon wird es halt zum Bestandteil von vielen Plastikprodukten. Also Silikon oder Silicon, ich weiß nicht. Also ich finde, das ist schon Wortklauberei, weil es ist im Englischen auch so ein false friend und man kann es schon so drehen, wie Levent es gemacht hat und dann Silikon halt fronten. Also das finde ich jetzt nicht weiter tragisch, was Levent gemacht hat. Ich finde auch nicht, dass es ihn als Anglophob deklassiert. Deshalb finde ich den Konter eher so ein bisschen, ja, wortkläuberisch. Okay, das Wort gibt es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Dann kommt eine TK-Line. TK-Lines sind eigentlich immer gut. Ich finde aber hier, dass das nicht so ganz zu der Atmosphäre passt, weil TK-Lines eigentlich ja immer witzig sind. Und ja gut, die war auch witzig, aber passt eben trotzdem nicht so richtig zur Atmosphäre. Und sonst wird dann nicht so richtig viel gekontert. Gut, man muss auch sagen, im ersten Part von Levent X Testudion kam auch nicht so viel. Also gucken wir mal in den zweiten Part der Konterrunde. Der Front von Time, dass die Gegner so ein bisschen wie so ein Metronom flowen, ist ganz in Ordnung. Der Standard-Konter ist sehr Standard. Ja, da verrennen sich ja gerne viele Rapper, wenn sie gegeneinander rappen. Der eine sagt, der andere ist Standard, der andere kontert mit Standard zu fronten, ist Standard und bringt dann Standard-Konter. Man kann sich da eigentlich nur verrennen. Das Einzige, was man da halt richtig machen kann, ist einen innovativen Standard-Front oder Standard-Konter zu bringen. Beide haben das nicht gemacht. Ich würde sagen, das gibt ein erfolgreiches 0-0, was diese Fronts und Konter angeht. Die Dudley-Line dagegen verdient eindeutig einen Punchline-Award. Nicht unbedingt, weil sie jetzt so krass kontert ist, sondern einfach, weil mir das noch nie aufgefallen ist und es einfach erschreckend ist, wie ähnlich sich Dudley und Levent eigentlich sehen. Also das fand ich wirklich, wirklich beeindruckend. Props gehen raus an diese Line. Das war wirklich somit die beste Line des Battles. Insgesamt kann man also sagen, dass Sibir und Time einen recht mäßigen Front mäßig gekontert haben. Levent und Testudion haben halt die krassere Atmosphäre. Dafür float aber gerade CBR doch um einiges variantenreicher. Das bedeutet, es ist so ein bisschen Atmosphäre gegen, ja, technische Eleganz. Ich kann mich da nicht so richtig entscheiden. Ich fand beide Runden nicht schlecht, aber auch nicht so stark. Daher gebe ich mal ein 1-1 und lasse es die meiner Ansicht nach von beiden Seiten stärkeren Hinrunden von CBR und Time und den Rückrunden von Levent X Testudion entscheiden. Kommen wir als erstes zum Video. Ja, in der Hinrunde sind CBR und Time mal wieder stylisch unterwegs,
haben aber wieder das Problem, dass ihr Video eben auf Dauer ein bisschen langweilig wirkt. Also ihre Videos sehen recht ähnlich aus, alle ähnlich gut, aber es kommt eben selten Variation vor. Die Kameraperspektive von schräg oben, die da auf Seabier geht, wo man im Hintergrund den Fluss sieht, ist genauso wie die ja, leichte Vogelperspektive auf Time ein bisschen strange, wenn man so von oben herab auf sie guckt, ohne dass sie nach oben gucken. Da hat man überhaupt keinen Bezug dazu, was sie sagen. Das wirkt echt ein bisschen seltsam. Insgesamt finde ich das Video auch ein bisschen kontrastarm. Wenn man so viel Farben rauszieht, dann muss man eben darauf achten, dass die Umgebung die entsprechenden Kontraste in Form von Schwarz und Weiß gibt. Also dass es da dunkle Punkte gibt und helle Punkte, vielleicht Schatten oder irgendwelche dunklen Säulen wie in dem einen Shot. Wenn man dann aber vor so einem Wald oder sowas filmt und dann alles in Grün kontrastiert, dann sieht das eben doch recht flach aus. Testudions Video ist echt atmosphärisch und auch wenn es jetzt von den Cuts her nicht ganz so schön ist wie das von CB on Time, ist es auch durch die Kamera rein und raus Zoom Effekte, durch diese seltsamen undefinierbaren Bäume, vor denen Testudion steht, dem leicht angepixelten Gesicht, das hat schon eine krasse Atmosphäre, muss man sagen. Die Lippensynchronität ist nicht so gut, aber daran hat man sich bei Testudion schon gewöhnt, was eigentlich keine gute Sache ist, aber deswegen fällt es nicht mehr so auf. Levins Video, muss ich sagen, zerstört die Atmosphäre aber ein bisschen. Es ist halt mehr auf witzig gemacht und das negiert so ein bisschen den Testudion-Part. Deshalb finde ich das Video ziemlich unpassend. Insgesamt haben wir also ein stylisches Standardvideo gegen ein ziemlich atmosphärisches Video im ersten Part, was dann aber im Levin-Part ein bisschen, also es ist schon witzig, muss man sagen, ist jetzt nicht peinlich oder sowas, aber es passt eben nicht so gut zusammen, meiner Ansicht nach. Flow-technisch ist CBR mal wieder krass unterwegs, aber auch Time gefällt mir dieses Mal wesentlich besser als in der Rückrunde. Time punktet vor allen Dingen durch die Kombination von Reimtechnik und Flow. Flow-Nick, wie einige Haie behaupten würden. Und klingt deswegen deutlich besser als in der Rückrunde. Außerdem zeigt Time mal wieder, was er für wunderschöne Hooks sehen kann. Die habe ich ja schon fast vermisst, weil ich die Rückrunde als erstes analysiert habe. Also sehr schön. Testudion ist im technischen Bereich deutlich überlegen. Fehler im Skript. Unterlegen. Allerdings muss man sagen, dass er dafür die Emotionen eben viel krasser rüberbringt. Es ist also so, dass er rein auf der technischen Ebene doch ein bisschen schwächer ist. Teilweise sogar wesentlich schwächer, gerade wenn man sich CBA anguckt. Aber die Emotionen, die er rüberbringt und wie er seine Lines performt, lassen einen halt wirklich glauben, dass ihm das Battle nicht egal ist, dass er wirklich gewinnen will und dass er wirklich ernsthaften und ehrlichen Hass auf seine Gegner verspürt. Bei CB on Time dagegen hat man stellenweise das Gefühl, als wäre es ihnen so ziemlich egal, was sie rappen. Von Levins Performance auf dem Beat war ich ein bisschen enttäuscht. Er hängt dem Beat so leicht hinterher und klingt auch ein bisschen monoton, gerade im Vergleich zu der Emotionseskalation, die Testudion da vornimmt. Daher würde ich sagen, dass auch wenn, ja gerade weil die Hook von Levin auch nicht so schön ist wie die Times, dass Seabear und Time da auch wieder ein bisschen die Nase vorne haben, auch wenn Testos Performance auch echt gut war. Jetzt kommen wir aber zu den Punchlines und da wendet sich das Blatt doch deutlich. Seabears Reim- und Flow-fixierter Text ist ziemlich Punchline-arm, eben weil er Reim- und Flow-fixiert ist und hat auch ein paar echt seltsame Momente. Zum Beispiel das mit guter Spartaner auf Hakuna Matata. Das kommt sehr random und wirkt so ein bisschen so wie die eine Vierrunde im JBW, wo er auf einmal von Indianern und Abenteurern gesprochen hat, wer sich noch erinnert. Insgesamt ist viel inhaltsarmes Gerede, es kommen keine neuen Perspektiven oder Blickwinkel auf Testudion oder Levin und es gibt auch keine coolen Pointen. Das Einzige, was mir wirklich gefallen hat und was auch wieder eine der besten Lines des Battles war, war das Deutschraps erstes Bitte, bitte töte mich. Das war eine richtig, richtig gute Line. Ich finde, die stimmt auch ein bisschen. Testudions Video-Performance und Stimme in Kombination wirken wirklich ein bisschen wie ein Bitte, bitte töte mich. Was nicht unbedingt negativ gemeint ist. Aber das war wirklich eine sehr, sehr schöne Line.
Danach kommt Time. Und Times erster Front, dass Tetsu und Levent schlaue Wörter benutzen und hinter den Texten dann eigentlich nichts steht, den finde ich ein bisschen schwachsinnig. Also ich finde, dass Tetsu und Levent recht wenige Fremdwörter benutzen. Vielleicht sehe ich das auch nur als Rapper, der sehr gerne Fremdwörter benutzt, aber es wirkt jetzt für mich nicht so, als wären die nicht schlau genug und müssten sich solche Wörter im Duden nachschlagen. Außerdem steckt hinter ihren Texten sehr oft doch eine Menge. Auch ansonsten kommt Time nicht so wirklich auf den Punkt. Ja, Studion performt, als hätte er Parkinson, aber irgendwie ist das weder witzig noch böse. Also die meisten Lines sind einfach nur da. Es fehlen so ein bisschen die Pointen. Und wenn man halt wie Testudion oft auf Pointen verzichtet, dann braucht man zumindest eine Message oder sowas, die man rüberbringt, um dem Gegner so ein richtiges Label zu geben. Nicht nur einfach zu erwähnen, was Seda weiß, sondern dem Gegner wirklich einen Stempel zu verpassen. Der letzte Part, den sie dann zusammen machen, der ist auch irgendwie schwach. Also mir hat der Front wirklich von den Punchlines her nicht gefallen, auch wenn Video und Flow in Kombination echt stylisch waren. Gerade dieser Endreim-Fixierungs- Quatsch, der da gefrontet wurde, den habe ich nicht verstanden, weil gerade diese Endreim-Fixierung die Schwäche von CBR ist und nicht von Testudion und auch nicht von Levent. Also insgesamt war das Punchline-technisch echt nicht so gut, auch wenn ich die beiden sonst Punchline-technisch doch recht stark finde, wenn sie sich anstrengen. Das hat mir wirklich nicht so gefallen. Dagegen ist der Konter von Testu und Levent echt stark. Gerade Testudions Part, in seinem Part kontert er alles, was es zu kontern gibt und der Front war wirklich nicht so stark. Es gibt richtig, richtig viele Highlights und eine starke Atmosphäre. Einer von uns vier ist gegen Merricks geflogen, Line. Im Finale haben wir auch keine guten Gegner, Line. Name-Dropping, Line. Gravity und Fuffi, Line. Props an alle Kröten, Line. Bitte, bitte töte mich. Machen wir gerade. Richtig, richtig starke Lines, einfach 1A gekontert. So funktioniert Battle Rap. Richtig gut. Levin kontert insgesamt solide, hat auch ein paar komische Lines drin, aber jetzt nichts Peinliches. Komisch fand ich zum Beispiel, dass er Time gefrontet hat, dass er Cuts in seiner Gesangshook hat, also so, dass er so Audio-Cuts gesetzt hat. Die habe ich null rausgehört, vielleicht sind meine Lautsprecher zu schlecht, aber ich habe da echt nichts in der Richtung gehört. Aber ansonsten auch Wörterbuch-Konter war gut, Reimketten-Konter war gut, Reinhaut war ein schön stumpfer Konter. Und das mit Danke, du machst jetzt ohne Videos keine guten Tracks, war auch ein nicer Konter. Und im dritten Part nehmen sie nochmal diesen Spit mit Kraftausdruck so richtig aufs Korn und überspitzen sie nochmal mit dem Battlen-Battlen-Spit. Das war echt hilarious, das war richtig witzig. Und damit gewinnen die aus meiner Sicht Punchlines halt komplett überlegen, also wirklich, wirklich sehr, sehr weit überlegen. Deshalb kommen wir da insgesamt zu einem sehr starken 1-0 für Levent und Testudion. Damit wären wir insgesamt bei einem 2-1 für Levent und Testudion. Erst einmal für den Fall, dass ihr gewonnen habt, zumindest von mir, herzlichen Glückwunsch. Und an Seabeer und Time, vielen Dank für eure Teilnahme, für den Fall, dass ihr rausfliegt. Ich weiß das ja jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme. Ich finde euch beiden echt dope und ich finde, dass ihr einen schönen eigenen Style entwickelt zusammen mit Silicon, der auch schon echt gut fortgeschritten ist. Was ihr verbessern könntet, wäre eben gerade bei CBR die Message in den Texten, also gerade Pointen und Aussagen etwas deutlicher und klarer zu formulieren und die Videos ein bisschen kontrastreicher zu gestalten. Insgesamt hat mir euer Rap aber gerade über das Turnier hinweg sehr, sehr gut gefallen und ihr habt nicht umsonst von Anfang an zu meinen Favoriten gezählt.